ein schönes Frühjahr. Wilde Möhre, Großblütrie, Binde, die weiße Taubnessel, auch ganz frische Brombeerblätter, die ganz zarten, da sind überhaupt keine Dornen dran. Die echte Taubnessel in Gelb. Vogelmiere. Ach, hier blüht die wilde Möhre. Das Ackerfeilchen. Das Leberblümchen. Spitzwegerich, Klee, Löwenzahn, Labkraut, Gräser im Überfluss. Oh, die lilane Taubnessel. Gräser, Klee, wilde Möhre, Löwenzahn, Labkraut, alles auf engstem Raum. Ja, hallo, ich grüße euch. Wie ihr ja gesehen habt, ich war Futter sammeln und nicht nur Futter, ich habe lauter Kräuter gesammelt. Ich habe einfach alles eingesammelt, was ich irgendwie ein bisschen auch nur kenne und habe somit so einen schönen bunten Korb. Ja, so ein Korb sieht nicht nur schön bunt aus, sondern da ist wirklich allerhand leckeres und gesundes Grünzeug drin, also halt Kräuter. Also hier sind so viele Kräuter in diesem einen Korb, das ist jetzt zum Beispiel bekannt, der Löwenzahn, wir haben Vogelmiere dazwischen, wir haben das Gänseblümchen, wir haben die echte Taubnessel, wir haben die gefleckte Taubnessel, wir haben das Ackerfeilchen, ich habe Giersch, da sind Gräser drin, Klee,
Ich habe Brombeerblätter hier drin und man kann zurzeit so viel sammeln. Dieses Frühjahr ist mal wieder so richtig schön, weil es auch ausreichend Regen gab. Klar, wir sagen, alles könnte ein bisschen wärmer sein, aber die Natur braucht das auch echt. Und mit so einem Korb können wir unser Meerschweinchen echt Freude machen. Und wenn hier wirklich eine Pflanze dazwischen sein sollte, die nicht bekömmlich ist oder giftig wäre, bei so einer Auswahl vom Futter lassen die Meerschweinchen das auch liegen. Natürlich sollte man immer auf der Hut sein. Wenn man skeptisch ist mit irgendeiner Pflanze, dann ist meistens auch was dran und dann sollte man es auch einfach lassen. So ein paar Instinkte haben wir auch noch und es gibt einfach Pflanzen, die, da wissen wir, die sind schön anzusehen, aber da sollte man die Finger weglassen und das wird die auch wissen. Also füttert nicht nur Löwenzahn, sondern sammelt so einen schönen bunten Korb. Denn nur Löwenzahn ist halt wie Schnitzel ohne Kartoffeln und Gemüse. Ah, die Männer sagen natürlich Fleisch her, aber stellt euch mal vor, eure Frauen packen euch einen schönen Gemüseteller. Dann würdet ihr euch auch freuen, wenn das Schnitzel drunter ist. Also auch wir brauchen eine ausgewogene Ernährung und so ist das mit unserem Meerschweinchen auch. Und zurzeit gibt es wirklich das gesündeste Futter in Massen. Natürlich, wenn man in der Stadt lebt, ist das alles schwieriger, als wenn man etwas ländlich lebt. Aber jeder kann mal einen schönen Ausflug machen ins Grüne, Korb ins Auto und einen schönen Spaziergang. Und am Waldesrand findet ihr jetzt wirklich alles, alles wirklich in absolutem Überfluss. Und dann kommt man mit so einem gesunden Korb nach Hause und dann könnt ihr sehen, wie euch so Meerschweinchen oder auch Kaninchen sich da drauf stürzen. Also auf und sammelt so einen schönen bunten Korb für die Meerschweinchen. Und horcht mal, die kennen schon das Geräusch von dem Korb. Bitte schön. Dann verteilt man die ganzen Kräuter, nimmt sich ein Käffchen, setzt sich mitten rein und genießt einfach. Und dem Meerschweinchen ist es gerade so egal, dass ich hier drinnen sitze. Und das baut dann auch noch Vertrauen auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Kommentare schreiben und weitererzählen. Lasst diesen kleinen Kanal weiter wachsen. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden, wie immer mit den Worten: Liebe Grüße, euer Frank. Viel Spaß beim Kräutersammeln und später beim Kaffee genießen.
Musik.